Alle guten Dinge sind drei, auch im Eheleben von Dieter Hallervorden. Der Schauspieler wird das dritte Mal vor den Traualtar treten und möchte seiner Christiane das Ja-Wort geben. Seit über 7 Jahren ist der 86-Jährige glücklich mit der ehemaligen Stuntfrau. Seit November 2021 sind die beiden verlobt. Bei den 42. Passionsspielen in Oberammergau verrät er bunte.de mehr zu der bevorstehenden Zeremonie und was er bei seinem dritten Anlauf besser machen will. Also das Motto lautet diesmal für immer und ewig. Ich meine, das ist für mich natürlich auch einfacher als für Sie, weil ich bin dann kurz vor meinem 87. Lebensjahr. Das heißt, ich werde das mit dem Ewigen einhalten können. Und ich hoffe, Sie auch, zumal Sie es mir versprochen hat. Da kann einer den großen Tag gar nicht mehr abwarten. Ist Dili Hallervorden deshalb so gut aufgelegt bei der Veranstaltung in der Bayerischen Alpengemeinde oder liegt es nur an seinem neuen Theaterprojekt? An beiden natürlich. Das eine privat natürlich. Klar freue ich mich, dass ich mich gewagt habe, im hohen Alter nochmal das Ja-Wort zu erbitten. Und zweitens natürlich das Mitteldeutsche Theater, meine Neugründung meines dritten Theaters nach Kabaretttheater Die Wühlmäuse und Schlossparktheater Berlin. Das ist natürlich noch mal eine große Herausforderung. Zu Zeiten, wo andere Theater schließen, mache ich eins auf. Aber so bin ich. Eine Frage brennt uns natürlich noch auf der Seele. Wann findet die Traumhochzeit denn nun endlich statt? So, heiraten tun wir ja am 10. Juni. Also in weniger als einem Monat, ja.